Sieh mal, ist das nicht ein Kanu? Wo? Da, unter den Bäumen. Was kommt auf uns zu? Halte das Floß in der Mitte des Flusses. Es könnte eine Falle sein. Januar. Zum ersten Mal sahen wir zwei von den Wilden. Sie schienen zutraulich zu sein. Seine Frau. Ja, ich sehe es ganz deutlich. Frau? Zieh das Boot heran. Ich hab den Mann, da, halt ihn. Und ich hab die Frau. So. Mensch, da ist ein Fisch. Was hat er gesagt? Er sagt, er ist ein Jaguar. Er wüsste von seinen Ahnen, dass eines Tages die Söhne der Sonne kommen würden, von weit her, durch große Gefahren in diese Gegend. Die fremden Männer kämen mit Wasserwolkenlärm, den sie aus Rohren erzeugten. Sie hätten lange Zeit auf die Ankunft der Söhne der Sonne gewartet, denn hier, an diesem Strom, sei Gott mit der Schöpfung nicht fertig geworden. Schaut her! Was hat Kalt! Wo hast du das her? Gold. Gold. Frag ihn, wo er das hier hat. Frag ihn, wo El Dorado ist. Woher kommt dieses Gold? Manu sei Popatai? Hatte. Was hat er gesagt? Hat eigentlich dieser Wilde vom Heiland Jesus Christus gehört? Und von unserer Mission und vom wahren Wort Gottes? Das ist eine Bibel. Sie enthält die Worte Gottes, die wir verkünden, um Licht in ihre Finsternis zu tragen. Hat er überhaupt verstanden, dass in diesem Buch das Wort Gottes enthalten ist? Nimm es in die Hand, mein Sohn. Er sagt, es spricht ja nicht. Bringt ihn für diese Lästerung um! Es ist ein hartes Geschäft. Diese Wilden sind schwer zu bekehren. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.